Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mesh steht wieder hier mit einem neuen und heute werden wir uns so ein bisschen um die Armbrust im Battlefield 3 kümmern. Das heißt, bisher habe ich ja nur so einen kleinen Überblick verschafft. Momentan ist also noch nicht so viel auf meinem Channel drauf. Werden wir heute verändern, denn heute geht es definitiv ins Detail. Wir haben nicht nur beide Crossbow- oder Armbrustversionen dabei, sondern wir gehen auch nochmal auf die verschiedenen Bolzen ein, die wir natürlich auch noch freischalten müssen. Und Freischaltung ist auch schon gleich das erste Thema hier im Video. Das ist eins der wichtigsten Sachen. Ich meine, ohne dass man es freigeschalten hat, kann man es auch nicht spielen, logischerweise, ne? Und da fangen wir auch schon direkt mal an mit den Bogen oder mit der Armbrust, die man freischalten muss. Man hat zwei verschiedene Versionen. Ja, die ich ja schon angekündigt habe. Wir fangen direkt mal mit der normalen Version an, mit der man einen 1,5-fach Zoom bzw. ein Corpora Sight drauf hat. Das ist so das russische Rotpunktvisier. Im Prinzip nichts Spektakuläres und genauso sieht auch die Freischaltung aus. Man braucht nur 3 Runden von Scavenger oder Plünderer, zu Deutsch, gewinnen. Und wenn man das dann erledigt hat, ja, dann hat man auch schon seine Armbrust in der Hand. Zu diesem Plünderer-Modus muss man nicht so viel sagen. Also man hat im Prinzip verschiedene Waffen, die man aufsammeln muss. Am Anfang kann man halt nur mit seiner Pistole, die man sich logischerweise auch aussuchen kann, ja, spielen. Man muss sich gute Waffen suchen und auch immer schön im Kopf behalten, wo die verschiedenen Ammo-Crates, also diese, ja, Munitionskisten zu finden sind. Denn das ist eins der wichtigsten Sachen. Ohne Munition kann man seine Waffe auch nicht abfeuern. Das heißt, immer ein bisschen rumgucken. Meistens in dem Zentrum der Karte ist dann eine Munitionskiste zu finden, wo man dann sich schon wieder neue Muni holen kann und dann kann es auch schon wieder losgehen mit dem Rumgeballer. Wer etwas auf längere Distanz sucht, ist definitiv nicht mit der ersten Version, die ich euch gerade gezeigt habe, bedient. Dafür gibt es noch eine zweite Version, die man sich auch noch extra freischalten muss, wo man dann ein 7-fach-Visier zu finden hat. Das ist definitiv ein bisschen besser auf lange Distanzen. Und um das freizuschalten, müsst ihr auch lange Headshots bekommen. Beziehungsweise die Summe an Headshots in Metern muss 150 sein und das bei Karabinern, Sniper Rifles, also ja, Scharfschützengewehren, beziehungsweise auch Assault Rifles, welche bei uns die Sturmgewehre darstellen. Jede dieser Waffenarten, also Karabiner, Sturmgewehre und auch Scharfschützengewehre, müssen auf eine Summe von 150 Metern Headshots kommen, also Kopfschüsse auf längere Distanzen im Prinzip, um diese 7-fach-Version von der normalen Armbrust freizuschalten. So, jetzt sind wir auch schon hier. Wir haben alle beide Armbrustversionen freigeschalten. Jetzt fehlen nur noch die Bolzen. Und der beste Bolzen, um gleich wieder auch beim Thema lange Distanz zu bleiben, ist der Balanced Bolt. Ich weiß es leider nicht genau, was das auf Deutsch ist, weil da irgendwie keine deutsche Version dabei steht. Im Prinzip ist das die ausbalancierte Version bei mir im Video, welche definitiv auf lange Distanz zu empfehlen ist, weil man hat einen hohen Schaden von 50 bis 80. Und das heißt also, man geht nie unter 50 runter, heißt also auch, mit einem Kopfschuss ist man immer dabei, hat einen sofortigen Kill und das ist doch schon mal eine super Sache. Und gerade auf lange Distanzen, ja, hat man einen sehr geringen Bullet Drop, das heißt, die Kugel wird sehr wenig absinken oder eher gesagt, der Pfeil wird sehr wenig absinken, da die Geschwindigkeit sehr hoch ist. Um diesen Pfeil freizuschalten, muss man natürlich erstmal ein bisschen was machen. 50 ja, Kills mit deinem Scharfschützengewehr und auch noch 10 Kopfschüsse mit einer Pistole. Alles beides ist relativ einfach auf Kennels oder ja, Kanäle zu erledigen. Im Modus Team Deathmatch ist man da garantiert in sehr kurzer Zeit ja, fertig mit dem Ganzen. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Normalerweise bin ich kein Fan von Team Deathmatch, aber in dem Fall habe ich mal eine Ausnahme gemacht, da es einfach viel schneller freizuschalten ist, als ja normale Karten mit Conquest, also Eroberung zu spielen zum Beispiel. Da ich jetzt ja noch gar nicht auf diesen Standardbolzen oder Pfeil eingegangen bin, mache ich das nochmal. Der hat einen auch sehr hohen Schaden von 60 bis 100, kommt immer auf die Distanz ein. Das heißt, wenn der Pfeil auf einer Distanz von 20 oder mehr Metern sein Ziel findet, wird der Schaden auch schon weniger als 100 sein. Das heißt natürlich auch immer wieder für den Kopf zielen, denn mit einem Kopfschuss ist man halt wirklich auf Nummer sicher und kann damit seinen Kill super einfach abstauben.
Als Sniper hat man ja ab und zu auch einen Tax dabei, was einem etwas hilft, den Raum um sich zu erkundigen. Mit dem Scan Bolt kann man das gleiche machen, nur dass er natürlich im Prinzip werfbar ist oder halt in dem Fall in die Pfeilspitze eingebaut ist. Und das Ganze erlaubt es einem, Gebiete auszukunden bzw. sich so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Beziehungsweise man kann schon mal Gebiete auskundigen, in welche man noch gar nicht vordringen kann. Das ist natürlich ganz praktisch. Zum Beispiel im Modus Rush kann man einfach mal so ein Ding gegen die Wand klatschen, wo man denkt, dass Gegner sein könnte. Und dann kann man auch schon sehen, ob da welche sind oder nicht, was einem natürlich die nächste Planung vom Angriff etwas einfacher macht, als einfach nur planlos reinzurennen. Um das Ganze freizuschalten, muss man wieder was machen. 20 Spot Assist, das heißt, man muss 20 Leute spotten und auch noch 10 Vehikel markieren. Und das macht man am besten mit einem Laser Designator, wie man ihn zum Beispiel als Soflam oder als CITV Station im Main Battle Tank zu finden hat. Das heißt, beide diese Sachen sind im Prinzip sehr gut zu gebrauchen, wobei ich euch das Soflam doch schon eher ans Herz legen würde. Es war sehr einfach für mich zum Beispiel das zu erledigen. Eine Runde Golf of Omen auf so ein Hotel, Soflam irgendwo hingestellt und vielleicht noch irgendjemand, der einen den Rücken so ein bisschen frei hält, weil das Hotel ist gerne mal von irgendwelchen Campern oder Trollern oder was auch immer besiedelt, die euch natürlich gerne aus dem Weg schaffen würden. Ihr müsst nicht nur 10 Vehikel markieren, sondern auch eins markiert haben, was darauf folgend von einer Javelin zum Beispiel runtergeholt wird. Das heißt, ihr müsst auch einen Assist für ein beschädigtes bzw. getroffenes Vehikel abgeben. Und soweit ich weiß, das war in meinem Fall zum Beispiel so, geht das auch mit Heatseekern. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Helikopter anvisiert und da ist jetzt ein Jet, der kommt mit seinen hitzesuchenden oder wärmesuchenden Raketen und er trifft das Ding, dann zählt das auch für euch. Zumindest war das so, was ich im Prinzip mitbekommen habe, als ich das freibeschalten habe. Wer auf Explosion steht, der holt sich am besten den Explosive Bolt. Das ist im Prinzip C4. Ja, irgendwo in die Pfeilspitze eingebaut. So fühlt sich das zumindest an und hat auch einen sehr hohen Schaden von 200%, wenn man direkt auf einen Soldaten bzw. ein Fahrzeug schießt. Und das ist doch schon mal eine richtig krasse Menge. Leute, die um diesen Gegner herumstehen oder um das Ziel herumstehen, bekommen in einem Radius von 2 Metern immer noch 112% Schaden. Das ist also der Splash Damage und über 2 Meter wird das dann langsam aber sicher bis zu einem Radius von 5 Metern komplett verschwinden, dieser Splash Damage. Das heißt, Splash Damage ist fast nicht vorhanden und eigentlich auch nur der richtige Hit auf den Menschen, Soldaten, wie auch immer, wird einem mit einem Kill belohnen in den meisten Fällen. Natürlich kann man das Ganze auch gegen Fahrzeuge verwenden, ist natürlich keine optimale Sache, wer immer noch sein RPG dabei hat oder einen Kollegen dabei hat, der eine RPG dabei hat, soll lieber mal dazu greifen. Man kann vielleicht ein bisschen mithelfen, aber im Endeffekt braucht man zum Beispiel bei diesem Rhino, diesem weißen Fahrzeug, den man auf Aftermath findet, da braucht man auch schon 4 Schüsse oder 4 Treffer und das ist natürlich schon eine ganze Menge und in der Regel wird man das nicht wirklich machen können, weil man bis man wirklich diese 4 Schüsse gefeuert hat bzw. seinen Bogen nachgeladen hat, bestimmt schon von irgendwas anderem als diesem gegnerischen Fahrzeug abgeschossen wurde und dann das sollte man natürlich strengstens vermeiden. Um diesen sehr explosiven Pfeil freizuschalten, müsst ihr 5 Kills mit der Handgranate, 5 Kills mit dem Granatwerfer, der unter der Waffe montiert ist, bekommen und außerdem 5 Kills mit C4 bekommen. Das Ganze geht zum Beispiel auf Karten wie Grand Bazaar, also Großer Bazaar oder Operation Metro im Modus Conquest oder Eroberung. Ziemlich einfach und ich glaube, das habe ich auch so um den Dreh so gemacht. Das heißt Großer Bazaar und einfach mal in den mittleren Gang gucken und mit seinen Granatwerfer-Granaten ein bisschen gegen die Dächer werfen. Das wird ganz schön gut reinhauen und wenn man Glück hat, kriegt man damit auch schon mal einen Multikill. So, wie wir sehen, haben wir jetzt alles freigeschalten und ich werde euch jetzt nochmal so einen kleinen Überblick geben, wie diese verschiedenen Pfeilsorten sich so ein bisschen verhalten oder was ihre Vor- und Nachteile sind. Da fangen wir auch schon direkt mal an mit dem Standardbolzen. Da wird man, wie gesagt, auf jede Distanz mit einem Kopftreffer immer einen One-Shot kriegen. Das heißt, wer auf den Kopf trifft,
wird definitiv auch seinen Kill bekommen, was ja schon mal eine schöne Sache ist. Da es aber gar nicht mal so einfach ist, da dieser Pfeil halt relativ langsam fliegt und damit einen sehr hohen Bullet Drop hat, würde ich das Ding eher ja, maximal mittlere Distanz, was irgendwie so 50 Meter sind, empfehlen. Wer auf höhere Distanzen geht, soll doch eher zum ausbalancierten Pfeil greifen, denn gerade mit der Verwendung oder in Verwendung mit dem Siebenfachvisier auf eurer Armbrust wird das Ganze ziemlich gut funktionieren. So wie man hier sieht, kann man damit schon Scharfschütze spielen. Ich glaube, das sind hier so 200 Meter, könnte so hinpassen und das ist eigentlich sogar noch ganz gut machbar. Das heißt natürlich, wer Scharfschütze spielen will, soll doch bitte zum ausbalancierten Pfeil greifen, denn gerade in Verwendung mit dem Siebenfachvisier, den man ja auf diesem Armbrustgerät auch finden kann, ist das eine ziemlich gute Sache und das funktioniert in der Regel auch ganz gut und ja, zuverlässig würde ich behaupten. Hier sieht man, habe ich auf ungefähr 200 Meter meinen Kopftreffer erzielt und ja, mit ein bisschen Training und ein bisschen Glück gelingt das euch auch. Als nächsten Pfeil habe ich hier den Scan-Pfeil, welcher definitiv nicht geeignet ist, um Leute abzuschießen. 10% Damage oder Schaden macht er, damit wird man keinen umbringen oder nicht so schnell jedenfalls. Und ja, deswegen versucht das Ding lieber mal irgendwo in die Wände zu klatschen, irgendwo hinzuschießen, wo ihr denkt, dass Gegner sein könnten. Und damit kann man dann halt, wie gesagt, schon so ein bisschen ausspionieren, sich erkundigen, wo die Gegner so überall rumlungern und ja, Erfolg, gerade auf lange Distanzen oder mittlere Distanzen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist damit garantiert. Der letzte Pfeil, den ich euch anzubieten habe, ist der C4-Pfeil bzw. der Explosive Bolt und der haut schon ziemlich gut gegen Vehikel rein, gerade wenn man auch mal irgendwie Wände runterbringen will, ist das eine ganz super Sache und vergleichbar mit einem Granatwerfer. Und wer das Ding schon mal gespielt hat, der weiß, das hat einen krassen Bullet Drop. Und ja, so ungefähr wird sich das auch bei diesem Armbrust-Dings abspielen. Leider noch ein bisschen mehr. Also das Ding ist nichts auf lange Distanzen. Mittlere Distanzen sind damit zu bewältigen. Und ja, mehr ist auch da eigentlich nicht zu sagen. Mittlerweile sind wir auch schon am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen helfen können, wie man diese Pfeile bzw. diese verschiedenen Versionen von der Armbrust ganz einfach freischalten kann. Und wenn das so der Fall sein sollte, dann lasst mir ein bisschen Feedback da. Wäre eine schöne Sache, denn dadurch kann ich meine Videos nochmal eine Ecke verbessern. Und wie gesagt, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.